So, ah ja, hier ist Leben jetzt ins Mikrofon gekommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Veranstalter. Die da wären, die Villa Lessing natürlich, in deren Räumlichkeiten wir uns befinden. Sehr schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich über die Anwesenheit des Leiters der Deutsch-Amerikanischen Instituts, Herrn Dr. Bruno von Lutz, der am Ende dieser Veranstaltung zu Ihnen sprechen wird. Und meine Wenigkeit von der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, mein Name ist Horst Dörrenbecher. Ich soll ein paar einführende Worte finden zu dieser Veranstaltung, was ich sehr gerne tue. Habe es mir einfach gemacht, vielleicht auch ein bisschen Buchwerbung, denn alles, was ich sage, finden Sie in diesem Buch. Möchte allerdings zwei, drei Dinge betonen für diese Veranstaltung. Einmal das Thema die transatlantische Illusion. Das ist ein Thema, was wir vielleicht vor Jahren nicht so deutlich formuliert hätten, weil wir ja viele Transatlantiker sind und immer wieder sozusagen mit guten Worten für Amerika plädiert haben. Aber hier scheint das nicht so automatisch zu sein. Wenn Sie das Buch lesen, wird das auch bestätigt. Und Sie sehen ja hier der Untertitel, die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können. Gerade heute, wenn die Nachricht erfolgt hat, es wird ja in China diskutiert, zwischen Putin und Xi Jinping. Und die Weltordnung ist dort ein Thema aktuell zurzeit. Und dieses Thema haben wir auch schon seit 20 Jahren, dass wir die Weltordnung immer wieder neu formulieren und sie suchen. Problematisch geworden. Im Klappentext heißt es, die neue Weltordnung stellt Deutschland und Europa vor große Herausforderungen. Gar keine Frage. Ne? Das werden wir wohl alle unterschreiben können. Und dann kommt der nächste Satz. Die Zeiten, in denen wir uns im Schatten der USA durchschlavieren konnten, sind vorbei. Da hat unser Dr. Bramel wahrscheinlich bei der Angela Merkel geklaut, denn sie hat der Bierzeltenrede gesagt, die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen können, sind ein Stück weit vorbei. Den kennen Sie, den geflügelten Satz. Aber das ist ja auch schon länger jetzt im Thema. Unser Gast, mir durch mehrere Veranstaltungen sehr wohl vertraut und wenn im Klappentext steht, er ist ein bekannter USA-Experte, kann ich nur sagen, ist er wohl, ist er mehr denn je inzwischen. Er ist Generalsekretär der deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission, einer einflussreichen globalen Plattform für einen Dialog zwischen Amerika, Europa und USA. Verfügt über 20 Jahre Erfahrung angewandter Forschung, Beratung, weltweit führender Thinktanks, Denkfabriken, ist mir lieber der Begriff, Thinktanks, klingt so nach Panzer deshalb, und unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sehr renommiert diese Gesellschaft, und Stiftung Wissenschaft Politik waren sie auch lange tätig und erfolgreich tätig und ist auch noch unter anderem Aspen-Institut, bei der Brookings Institution, der Weltbank und legislativer Berater im US-Abgeordnetenhaus. Das würde mich interessieren, was Sie da den Herrn Repräsentanten alles so zu sagen haben. Schön. Damit soll es auch genügen. Ich glaube, wir haben einen interessanten Vortrag für uns und freue mich, dass die Moderatorin, Frau Anke Schäfer vom Deutschlandradio, Deutschlandfunk, hier ist und jetzt die Aufgabe übernimmt, diese Veranstaltung zu moderieren. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für Ihr Kommen. Bitte schön. Nehme sehr gerne die Moderation dieses Abends und übergebe aber zuerst mal das Wort an Herrn Bramel, der uns einen kurzen Impulsvortrag hält über das, was in seinem Buch steht. Herr Dörrenbecher, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Sie haben aber Landwirt und bin heute Politikwissenschaftler. Böse Zungen behaupten, der kennt sich aus mit Bullshit. Aber ich wurde hier schon von der Hausherrin angehalten, Klartext zu reden, und da wird jetzt nicht groß rumgeschwurbelt. Ich versuche jetzt eben hier ohne Zorn und Eifer das Ihnen darzulegen, was ich sehe. Ich kann mich irren, aber ich stelle mich dem Risiko, dass ich von der Realität widerlegt werden kann. Das ist gute Wissenschaft. Das habe ich in Amerika gelernt, eben bei der Brookings Institution. Ich habe extern promoviert und ich habe den Amerikanern sehr viel zu verdanken. Meinen Berufsweg hätte ich ohne Amerika nicht machen können. Ich komme wirklich über den zweiten Bildungsweg als Landwirt. Also da hast du in Deutschland geringere Chancen, als wenn du mit einem Silberlöffel geboren worden wärst. Also ich verdanke den Amerikanern sehr viel. Also verwechseln Sie das nicht mit Anti-Amerikanismus, was ich Ihnen gebe. Das ist Analyse, das sind Einschätzungen. Und ich ziehe daraus Schlüsse für unser Verhalten. Und ich muss mir mal anhören in einer Radiotalkshow, ja, wie kannst du so über Amerika reden und analysieren? Wir müssen doch froh sein und
Ich sage, ja, wir müssen das machen, weil wir eben von Amerika abhängig sind. Ich habe vor 30 Jahren gedient, Militär, und bei uns hieß es damals, wir halten die Stellung, bis richtiges Militär kommt. Gemeint waren die Amerikaner. Und seitdem ist es nicht besser geworden. Seitdem haben wir die Bundeswehr 30 Jahre kaputt gespart. Und das Geld, was wir jetzt in die Hand nehmen, ist nicht aufrüsten, das ist ausrüsten. Sie würden ihre Kinder nicht so ins Zeltlager schicken, so wie wir unsere Soldatinnen und Soldaten in den Krieg schicken. Und dass das Krieg ist, da haben wir auch lange rumlaviert. Da hat ein Verteidigungsminister, war schon heroisch, indem er behauptete, umgangssprachlich könnte man das schon Krieg bezeichnen. So, jetzt sind wir aufgewacht in einer anderen Welt. Manche von uns. Putin hat zum zweiten Mal zugegriffen und ich glaube, die Illusion der Ostpolitiker ist weg. Auch die Illusion, was jetzt China angeht, zumindest aus amerikanischer Sicht, dass man eben China einbinden kann in die von Amerika dominierte Weltordnung. Das hatte man ja von Russland auch erwartet. Durch Marktwirtschaft, durch marktwirtschaftliche Öffnung würde sich dann auch das politische System ändern oder die Systeme ändern. Wir waren ja am Ende der Geschichte. Francis Fukuyama hat uns das ja vorausgesagt, deutlich gemacht, Game over, wir die Guten haben gewonnen gegen die anderen, gegen die Sowjets und jetzt ist der Systemwettbewerb endgültig vorbei. Jetzt würde es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Russen und auch die Chinesen dann unseren Werten anheimfallen und dann alles gut wird, Kumbaya indeed. Die Amerikaner sind früher aufgewacht, haben gemerkt, dass die Chinesen eben nicht dieser responsible stakeholder sind. Und auch die Chinesen haben eigentlich nie wirklich gedacht, da sich einbinden zu lassen. Wir hatten da bei der DGAP mal interne Treffen jetzt mit Amerikanern, Chinesen und auch Europäern. Und da hat ein chinesischer hochrangiger Militär gesagt, ihr habt doch nicht im Ernst geglaubt, dass wir uns an den von euch gezinkten Casinotisch setzen. 2007, 2008 hat es deutlich gemacht. Da haben sehr viele sehr viel Geld verloren, vor allem die Chinesen, mit der Wirtschafts- und Finanzkrise, die den Ursprung in Amerika hatte. Und seitdem sind die Chinesen eben rausgegangen aus dieser gegenseitigen Abhängigkeit, aus dieser Interdependenz. Die Idee vorher war, und die ist auch nicht so abwegig, und ich halte die nach wie vor für gut, zumal sie von Immanuel Kant stammt. Handelsstaaten tun einander weniger, weil sie mehr zu verlieren haben. Wenn du gegenseitig wirtschaftlich voneinander abhängig bist, dann bist du auch weniger geneigt, Krieg zu führen. Das war die alte Denke, aber die haben wir übertrieben, zu weit getrieben, zu extrem gedacht, dass es dann zwangsläufig darauf hinauslaufen müsste. Was wir jetzt wissen, ist, dass gegenseitige Abhängigkeit auch verwundbar macht und zu Angriffen einlädt. Interdependenz ist weaponizable. Wir sind heute in Zeiten der Geoökonomie. Das haben viele noch nicht wirklich verstanden, auch die, die den Begriff benutzen. In der guten alten Zeit war Freihandel das Ziel, Wirtschaft war das Ziel. Das war die gute alte Zeit. Jetzt ist Wirtschaft Mittel zum Zweck, Mittel zum geostrategischen Zweck. Wirtschaft wird als Waffe eingesetzt. Wenn du gegenseitig voneinander abhängig bist, dann ist immer einer, der ist abhängiger als der andere. Einer sitzt am längeren Hebel. Darf ich Ihnen einen kleinen Tipp geben? Unsere Energiesanktionen könnten vielleicht so sein, dass wir da am kürzeren Hebel sitzen. Auch da haben wir eine gegenseitige Abhängigkeit, aber die wird jetzt genutzt als Waffe. Von uns, wir haben ein Schwert ins Feld geführt, haben aber jetzt erst gemerkt, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, das auch gegen uns gerichtet werden kann. Nur mal als Vorgeschmack. Und jetzt haben wir nur das gesehen, was passiert, wenn wir Probleme mit Russland haben, wo wir sehr abhängig sind, was Gas angeht,
wo wir auch abhängig sind, was die Ölpreisbildung angeht. Das trifft vor allem die Amerikaner stärker als uns. Und eben noch ein paar anderen Rohstoffen. Bei China wäre das noch sehr viel problematisch, aber wir sehen jetzt auch mit Taiwan, mit den Problemen, die wir gesehen haben, als Nancy Pelosi, da eine hochrangige amerikanische Vertreterin in Taiwan besucht hat, dass da mit den Chinesen auch nicht zu spaßen ist und dass da auch irgendwann sich das zuspitzen könnte und unsere Firmen machen sich jetzt schon Gedanken, wie sie sich resilienter aufstellen können, absichern können, wenn es eben da auch Sanktionen geben könnte. Und das stellt eben dieses wirtschaftliche Denken auf den Kopf. Vorher ging es darum, als eben Wirtschaft noch das Ziel war, Freihandel das Ziel war, möglichst effizient zu sein, möglichst keine Lagerhaltung, just in time. Heute macht dich das verwundbar. Heute musst du eben dich breiter aufstellen. Resilienter. Und das kostet was. Was vorher Globalisierung war, ist jetzt in der Logik dann Deglobalisierung. Was vorher die Güter günstiger gemacht hat, wird jetzt teurer dann. Die Sicherheit oder diese Resilienz hat ihren Preis. Kann jetzt da dein Unternehmen keinen Vorwurf machen? Die haben da gute Geschäfte gemacht, haben günstiger eingekauft, günstiges Pipeline-Gas und Shareholder Value, da denkst du nicht ans große Ganze und Wahre und Schöne. Und auch nicht über den Tag hinaus. Wenn einer das nicht gemacht hätte oder jetzt mit China Geschäfte gemacht hätte, dann wäre er vom Konkurrenten überflügelt worden und aufgekauft worden und hätte die Stelle wahrscheinlich vorher schon verloren. Also aus rationalen Gründen sind wir in diese Abhängigkeiten hineingekommen. Weil wir eben immer nur ökonomisch gedacht haben. Wirtschaft ist Ziel. Aber jetzt leben wir in Zeiten der Geoökonomie. Also wir müssen Geopolitik verstehen. Geopolitische Risiken. Also wie sieht es aus in Taiwan? Wie sieht es jetzt aus mit Iran? Was ist, wenn die Verhandlungen scheitern? Wie geht es weiter mit Russland? Und da gibt es noch 10 Hotspots. Das ist aber jetzt das nächste Buch. Ich will jetzt über dieses reden. Also da müssen wir umdenken. Und wir sind jetzt aufgewacht aus dieser Illusion, dass wir da Ende der Geschichte wieder vereinigt, das Recht der Gänse gilt für alle, auch für wildere Tiere. Ist jetzt leider nicht mehr so. In Zeiten der Geoökonomie wird Wirtschaft als Waffe eingesetzt. Umgekehrt kannst du Militärmacht nutzen, um wirtschaftliche Vorteile zu erpressen. Sie haben einen leichten Vorgeschmack gekriegt in den Trump-Jahren. Und das führt auch bei Ihnen weiter. Wenn ihr unseres Schutzes weiterhin würdig bleiben wollt, habt ihr gefälligst auch wirtschaftliche Preise zu zahlen. Man könnte das auch Tribut nennen, zollen an die Führungsmacht. Wir werden rausgehen müssen aus den Geschäften mit China in vielen Bereichen. Weil dann die Amerikaner sagen, dann kriegt ihr keinen Schutz mehr, weder militärisch noch geheimdienstlich. Huawei ist so ein Thema. Da meinen viele, da ging es nur um Ökonomie. Nein, genauso falsch der Gedanke wie der Gedanke, dass es bei Energie nur um Wirtschaft geht. Das war ja auch lange die Behauptung. Da müssen wir Sicherheit und Wirtschaft zusammendenken. Also wir müssen schauen, dass wir wahrscheinlich rausgehen aus Huawei, sonst kriegen wir einen Riesenstress mit den Amerikanern. Weil nämlich heute, und ich komme jetzt dann auf die Kernthesen zu sprechen, weil wir heute eben eine heftige Auseinandersetzung haben, vor allem im IT-Bereich. Amerika wähnt sich, und das sehen Sie, wenn Sie heute die Zeitungen lesen, noch nicht die deutschen, sondern wenn Sie die Financial Times lesen oder Economist, die sind immer ein bisschen früher dran. Deutschen Zeitungen brauchen immer ein bisschen, bis sie es übersetzt haben. Nee, gibt gute, die sind da auch dabei. Wenn ich will, da gibt es schon große Ausnahmen, die eben dann auch analytisch denken und das reinbringen. Aber jetzt in dieser Dichte, wie es jetzt in der Financial Times oder in anderer ist, dass das eben hier die Amerikaner wieder mal einen Sputnik-Moment haben. Als sie seinerzeit meinten, die Russen würden sie mit dem ersten künstlichen Erdsatelliten da in dem Bereich überholen und dann wurden die NASA-Programme gefahren.
viel Geld reingehauen. Und jetzt ist Eric Schmidt, was für ein Zufall, da der ehemalige Chef von Google, der eben auch sagt, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die uns im IT-Bereich mit Big Data und künstlicher Intelligenz und dann rund überholt haben werden. Und er malt dann dieses Szenario aus, auch mit dem Hintergedanken, dass er und die Seinen dann auch Fördergelder kriegen. Darum geht es auch. Und da ist jetzt die große Frage, ist es wirklich so ein Sputnik-Moment? Denkt man wirklich, dass man da gegenüber den Chinesen ins Hintertreffen kommt? Oder will man jetzt da Geld raushauen, Fördermittel? Und es ist wohl ein bisschen beides. Aber die Amerikaner, mit denen ist jetzt da nicht mehr zu scherzen, wenn es um den IT-Bereich geht. Da geht es nicht mehr darum, wenn sie in dem Bereich arbeiten, wenn sie ein besseres Produkt haben, günstiger produzieren. Nein, da kommt irgendwann mal jemand und klopft ihnen auf die Schulter und sagt, wenn Sie weiterhin mit amerikanischen Firmen Geschäfte machen wollen im IT-Bereich, dann bitte raus aus China. China darf nicht mehr geholfen werden, wirtschaftlich und damit auch militärisch aufzusteigen. Das ist jetzt eine Rivalität. Es geht jetzt nicht mehr darum, ein Win-Win-Denken, also auf Freihandel gewinnen beide. Sicher, es gibt dann auch Verlierer, die müssen abgeschmeidet werden in den eigenen Gesellschaften, aber Freihandel war gut. Nein, das ist jetzt Nullsummendenken. Was ich gewinne, musst du verlieren, ist wie Schafkopfen oder Skat. Ich glaube, die wissen das, dass dann nicht beide gewinnen können, außer der andere sagt, ich habe wieder mal eine Erfahrung gewonnen, wenn er verloren hat. Aber diese Denke haben wir jetzt. Also es ist nicht mehr dieses positive Denken, was Freihandel angeht, David Ricardo, sondern wie es Trumps Sicherheitsberater Peter Navarro gesagt hat, David Ricardo ist dead. Ja, das ist jetzt über 200 Jahre, hat mir das Denken. Ich halte es nach wie vor gut. Ich finde Freihandel gut, nur wir müssen uns jetzt auf eine Welt einstellen, in der es eben nicht so ist. In der eben hier Militärmacht den Ausschlag gibt bei wirtschaftlichen Sachen. Und da werden wir von den Chinesen genauso rangenommen und da sind wir auch aufgewacht. Das hat auch lange gedauert. BDI, glaube ich, war so mit der Vorreiter, der eben gesagt hat, China ist eben nicht nur freundlicher Partner und Wettbewerber, sondern auch systemischer Rivale. Die Trias wurde da etabliert, die jetzt von der EU übernommen wurde. Sondern auch unsere amerikanischen Freunde haben klar gemacht und da müssen wir Trump auch mal dankbar sein, dass er mal was klar ausgesprochen hat, was sich vielleicht vorher andere gedacht haben nur. Auch Obama hat uns schon ausspionieren lassen. Nicht, glaube ich, weil er dachte, dass unsere Kanzlerin irgendwie terroristische Absichten hegt oder sonst Gefährliches, sondern weil wir eben im Wirtschaftsbereich Rivalen waren, damals schon. Ich kann mich noch an das Plakat erinnern, als Obama in Lederhosen da stand mit einem Kabel in der Hand, oh, zapft es. Auch Oktoberfestzeit. NSA-Skandal. Also das war schon vor Trump da, dass wir da nicht in allen Bereichen wirklich noch die transatlantische Wertegemeinschaft gefeiert haben. Auch da waren wir schon Rivalen in diesen Bereichen. Und Trump hat es deutlich ausgesprochen. Er hat eben gesagt, Feind Nummer eins ist Europa und dann China. They are worse than the Chinese, die Europäer. Und vor allem auf uns Deutsche hat er es abgesehen gehabt. Und noch grundsätzlicher, er sagte eben, die regelbasierte Ordnung, die wir Amerikaner geschaffen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die uns gut gedient hat. Wie tut es nicht mehr? Die hilft nur noch Amerikas Feinden. Europa, China. Wenn ich die Ordnung zerstöre, die regelbasierte Ordnung, dann gilt nicht mehr die Rule of Law, sondern das Recht des Stärkeren. Und das ist das Recht des militärisch Stärkeren. Ganz anderes Spiel. So, und jetzt kommen wir mit unserem Militär, dass man umgangssprachlich als Militär bezeichnen kann. Tut mir jetzt leid, dass ich Ihnen das antun muss, aber ich habe selber auch gedient. Ich glaube, ich darf sowas sagen. Das war wirklich eine Schande, was wir unserem Militär angetan haben. Und jetzt stehen wir ohne da, nicht nur was jetzt den Schutz gegenüber Russland angeht, und da brauchen wir wirklich was. Und ich habe das Buch vor Putins Zugriff geschrieben, habe dafür plädiert, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen, dass wir nukleare Abschreckung auch mit den Franzosen betreiben, weil wir uns auf Amerika nicht mehr verlassen können. Aus zwei Gründen denke ich das. Und ich glaube, dann können wir auch einbiegen auf die Diskussion. Zum einen, und das ist jetzt ein bisschen dem entgegengesetzt, was Sie da so hören und was auch an Wunschdenken verbreitet wird, ja, wir sind ja jetzt ganz eng mit Amerika wieder seit Putins Angriff.
mag den Anschein haben. Ja, die Amerikaner geben ein anderes Bild ab als noch davor, als sie aus Afghanistan rausgejagt wurden, das an Vietnam erinnert hat. Das war kein Zeichen von Stärke. Und auch deswegen mussten sie jetzt bei der Ukraine anders sich aufstellen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das ging jetzt nicht nur wegen uns Europäern so, sondern die haben eben auch den Asiaten signalisiert, wir stehen zu unseren Verpflichtungen. Sie erinnern sich daran, die Amerikaner genauso wie die Briten und übrigens auch die Russen haben Papier unterschrieben, als die Ukrainer ihre Nuklearwaffen aufgegeben haben, dass sie deren nationale Integrität und territoriale oder Souveränität und territoriale Integrität sichern, respektieren. Nicht nur respektieren, sondern sichern. Also da musst du schon ein bisschen was tun. Kannst nicht sagen, ja, ist jetzt. Sie liefern Waffen, aber nur solche, damit sie nicht zur Kriegspartei werden. Kein amerikanischer Soldat, NATO-Soldat wird dafür sterben. Ja, man engagiert sich, aber es geht jetzt nicht wirklich nur um Europa, sondern das muss nach Asien ausstrahlen. Damit eben Japan, Südkorea und andere sehen, wenn ihr in unseren Schutz investiert, dann ist ja was wert. Wenn die nämlich das Gefühl haben, die Amerikaner stehen nicht zu ihren Verpflichtungen, dann zahlen die eben keinen Tribut. Und die zahlen mächtig Tribut. Auch darum geht es. Aber es geht hauptsächlich nur darum. China ist die Hauptbedrohung aus Sicht Amerikas und das schon seit längerem. Die Hinwendung nach Asien hat schon unter Barack Obama stattgefunden, unter Vizepräsident Biden. Trump hat es verschärft und Biden führt es fort. Die Hinwendung nach Asien. Russland? Ja. Ist nicht mehr ganz so wichtig. Und Amerika kann nicht beide Fronten abdecken. So mächtig die USA sind, sie können nicht beide, Russland in Europa und China in Asien, abdecken. Und vor allem nicht, wenn die beiden zusammenrücken. Dann wird es brandgefährlich. Also kann ich mir vorstellen, dass die Amerikaner irgendwann mal einen Deal wieder machen. Russland wird geschwächt sein und vielleicht dann doch weniger hochmütig aus amerikanischer Sicht und wieder mit Amerika gegen China vorgehen wollen. Das wäre das, was Realpolitiker empfehlen würde. Damals hat Nixon die Chinesen gewonnen, beraten von Henry Kissinger, das kleinere China, um die große Sowjetunion einzudämmen. Triangulation. Nur so haben wir auch den Kalten Krieg gewonnen. Heute wäre es ratsam aus Sicht dieser Realisten, das doch nicht mehr ganz so starke Russland, ich will jetzt da keinen beleidigen, zum Garnen gegen das mächtigere China. Das ist Realpolitik. Und die ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Sie denken, das kann nicht sein, dass die Amerikaner sich irgendwann mit Putin doch wieder arrangieren oder mit einem Nachfolger? Ich glaube ja. Die amerikanische Außenpolitik schon ein paar Jahrzehnte verfolgt hat oder eben auch die Historie mitverfolgt, weiß, dass das BOMO der Realisten immer und immer wieder galt. He's a bastard, but he's our bastard. Wollen Sie ein aktuelles Beispiel? Mohammed bin Salman, der einen Journalisten, einen Kollegen von Ihnen mit der Kettensäge hat zerlegen lassen von der Washington Post, den Biden als Paria vor der Weltöffentlichkeit geißeln lassen wollte. Vor denen musste jetzt Biden knien, der hat den Canossa-Gang nach Riad gemacht. Damit Mohammed bin Salman das eine oder andere Fass mehr aufmacht. Saudi-Arabien ist der einzige Swing-Producer, der die Ölpreise drücken kann, um Putin die Stirn bieten zu können. Weil sonst nämlich gibt es keinen Regime-Change, wie sich das Biden erdacht hat in Moskau, sondern Regime-Change in Washington. Nochmal die Logik. Hohe Ölpreise, hohe Inflation zwingt die Notenbank runterzugehen vom Gas, von der Gelddruckmaschine, Tempo zu entschleunigen, damit kann die Wirtschaft einbrechen. Ist nicht gut für einen, der nochmal Präsident werden will oder jetzt die Zwischenwahlen gewinnen will. Also deswegen musste er nach Riad fahren. He's a bastard, but he's our bastard. Nur Mohammed bin Salman spielt nicht mit. Geht auf Distanz, wartet vielleicht, bis Trump wiederkommt. So, und das ist mein zweiter Punkt, damit Sie überhaupt nicht mehr schlafen können heute Nacht. Also die Hinwendung nach Asien ist das erste Kernargument. Das andere, Trump kann wiederkommen und wenn der wiederkommt, wissen wir alle, was die NATO wert ist, nämlich keinen Pfifferling mehr.
Und vielleicht macht dann ein Donald Trump einen Deal mit demjenigen, den er als Genie bezeichnet, mit Putin, und der Preis könnte dann nicht nur die Ukraine, sondern Europa sein. Und auch für den Tag würde ich uns vorbereiten wollen. Also wir können nicht blind vertrauen. Wer mir nicht sagen kann, dass Trump nicht wiederkommt, dem muss ich sagen, dann brauchst du einen Plan B. Da könnten wir jetzt, so weit sind wir jetzt. Und da können wir beginnen. Dann möchte ich Sie bitten, hier Platz zu nehmen. Ja, da haben Sie doch einige Schreckensszenarien, sage ich mal, an die Wand gemalt. Vielleicht fangen wir da an und den USA und Russland, so das ein oder andere im Schwange ist. Sagen Sie, muss Europa in Zukunft seine Sicherheitsinteressen selbst wahren? Wie kann das funktionieren? Und wie kann das vor allem auch in Deutschland kommuniziert werden? Weil es natürlich auch mit der Bundeswehr zu tun hat. Sie sagen, die Bundeswehr ist in einem lamentablen Zustand. Sie haben es selbst erlebt damals. Sie sagen, bis heute ist das so. Wir wissen es natürlich auch aus den Medien, dass sie ja, sehr bespart wurde. Was ist aus Ihrer Sicht notwendig? Fangen wir einfach in Deutschland an. Was müsste passieren, damit wir unsere Sicherheitsinteressen in Europa und in Deutschland wahren können? Ich glaube, das Wichtigste ist schon passiert, dass eben, und so schlimm das klingt, wir brauchen erst einen Angriff durch Putin eines Landes wie der Ukraine, dass wir aufwachen aus unseren Illusionen, damit wir in einer anderen Welt aufwachen. Also Sie sagen, der Angriff ist passiert, wir sind aufgewacht, wir wissen, wir müssen es tun. Aber jetzt ist immer noch die Frage, wie tun wir es? Wie kann es passieren? Ja gut, ich habe da ein eigenes Kapitel dafür verwendet, ich kann es aber kurz zusammenfassen. Und ich glaube, wenn jetzt Putin noch nicht zugegriffen hätte, mir war klar, dass er irgendwann zugreifen würde, dass er es so schnell gemacht hat, werden uns wohl die Historiker erst beantworten müssen, warum er jetzt da meinte, schnell handeln zu müssen. Es war aus meiner Sicht nicht überraschend, der ist nicht irrational, wie viele meinen, das war vorhersehbar, das haben amerikanische Geopolitiker vorhergesehen, da was passieren müsste. Und deswegen habe ich eben dafür plädiert, dass wir sehr viel mehr Geld für Militär ausgeben, vor diesem Zugriff. Wenn Putin nicht zugegriffen hätte, müsste ich mich heute als Kriegstreiber verteidigen, weil ich für Militär bin und auch für nukleare Abschreckung. Als Deutscher weiß ich, wir können selber keine Militärwaffen mehr, Nuklearwaffen mehr als Deutsche vorantreiben, das hat Strauß schon probiert und wir wissen, wo das geendet hat. Die Franzosen haben die Forste frapp. Und es gab eine berühmte Rede, der Gedanke, glaube ich, wäre wichtig, von Emmanuel Macron an der École de Guerre, 40 Jahre nachdem Charles de Gaulle die Forste frapp dort auch vorgestellt hatte. Und er hat die nukleare Abschreckung Europa mit angeboten, wohlgemerkt innerhalb der NATO. Ich glaube, das war ein Armutszeugnis, dass unsere gesamte Elite, inklusive der damaligen Verteidigungsministerin, nicht mit einem Wort darauf reagiert haben. Armutszeugnis, sagen Sie, wie lässt sich das begründen? Ich war in der Tat auch erstaunt, dass überhaupt gar nicht darauf reagiert worden ist. Also, dass man so getan hat, als hätte Macron diesen Vorschlag gar nicht gemacht. Naja, wenn Sie in einer friedlichen Welt leben, Kumbaya indeed, dann brauchen Sie vielleicht auch kein Militär mehr. Ich kenne Leute, die verkaufen heute Bücher, die wollen es auch ohne Militär machen, so wie Costa Rica. Und andere. Ich meine, das ist schon auch, die Leute gibt es wieder, die gibt es immer noch. Gut, aber es hat vielleicht auch zu tun mit der deutschen Vergangenheit, mit dieser Vergangenheit, mit dem Nationalsozialismus, mit der Haltung in Deutschland, dass gesagt wird, also bevor wir uns wirklich einer Aufrüstung positiv entgegenstellen, muss schon viel passieren, weil das ist sozusagen das Erbe, was wir mit uns tragen. Klar, meine, es ist verständlich, ich habe das auch ausgeführt und wir haben auch Interessen sogar tabuisiert. Es ging nur noch um Werte. Schauen Sie sich den Koalitionsvertrag an, da versuchen Sie beinahe vergebens das Wort Interessen zu finden. Ja, aber auch wir haben Interessen und damit haben wir im Ausland nur Misstrauen geschürt. Die tun so, als ob sie keine Interessen hätten. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Polen, Sikorski hat bei der DGAP, bei meinem damaligen Arbeitgeber, gesagt, was ich mehr fürchte als ein zu starkes Deutschland, ist ein Deutschland, das eben nichts macht. Also wenn es den Polen schon zu wenig ist, ich glaube, dann dürfen wir Deutsche trotz unserer Geschichte vielleicht doch ein bisschen was machen. Jetzt kommt aber der Punkt, jetzt nehmen wir 100 Milliarden in die Hand. Und es kann sein, dass der eine oder andere in Polen doch wieder nervös wird.
Und darum möchte ich das gerne, um nochmal darauf zurückzukommen, im Schulterschluss mit Frankreich machen. Frankreich ist eine Militärmacht, immer eine geblieben, die global gedacht hat. Das hat auch mit deren Eliten, mit deren Ausbildung zu tun. Frankreich wird militärisch Führungsmacht bleiben. Wir sind es im wirtschaftlichen Bereich und nur da entsteht auch Augenhöhe und kann dann das Tandem vorangehen und andere mitnehmen. Und Europa, und das ist mir jetzt wichtig, nicht Deutschland allein aufrüsten. Mir wäre es sehr wichtig, dass wir jetzt als Europäer die Finalität wagen, nicht nur politisch, wirtschaftlich können wir es vielleicht am ehesten noch machen, sondern auch militärisch. Wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang jetzt im Moment die Außenministerin Annalena Baerbock, die ja sich, sage ich mal, gewandelt hat, die Waffenlieferungen in die Ukraine erst gar nicht gut fand, die jetzt aber sehr stark dafür ist, fast schon, muss man sagen, leidenschaftlich dafür ist, die auch einem Außenminister Lavrov in Moskau die Stirn geboten hat im Januar, noch bevor die Russen eben die Ukraine überfallen haben. Wie sehen Sie Ihr Engagement? Haben Sie das Gefühl, dass Sie so eine europäische Verteidigungsstrategie, die gerade auch dieses deutsch-französische Tandem klar sieht, im Blick hat? Ich glaube, weniger oder ausschlaggebender ist das, was der Kanzler denkt. Außenpolitik wird im Kanzleramt gemacht, auch wenn das jetzt ein bisschen verwirrend erscheint, weil das Außenministerium ist ja auch für Außenpolitik zuständig. Ich glaube, der Kanzler macht Außenpolitik. Frau Baerbock macht einen guten Job, ist auch ehrlich. Sie hat ja gesagt, sie ist in einer anderen Welt aufgewacht und gibt es auch zu, dass sie umgedacht hat. Und was mich noch ein bisschen stört, ist, dass viele, und da meine ich jetzt nicht Frau Baerbock, sondern andere, die jetzt in Talkshows rumturnen, die vorher dafür gesorgt haben, dass wir kein Militär mehr hatten, die jetzt Waffen liefern wollen in die Ukraine, die wir wegen ihnen nicht mehr haben. Ich meine, das muss mich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben, wer weiß, dass wir nur noch bedingt einsatzfähig sind in unserem Land und jetzt sollen wir Waffen liefern und es sind die, die genau dafür gesorgt haben, dass wir eben dieses Konstrukt haben, was man umgangssprachlich ein Militär bezeichnen könnte. Also das ist das eine und das andere, der Kanzler macht jetzt die Politik und wer sich und die Rede... Und wie macht er es aus Ihrer Sicht? Ich denke, bisher sehe ich da nichts Negatives. Scholz, glaube ich, ist einer, der erst handelt und dann redet. Es gibt ja viele, die reden und dann wird das, was sie geredet haben, hochgejubelt und dann kannst du aber bei den Medien darauf warten, dass derjenige, der dann hochgehoben wird, dann die nötige Fallhöhe hat, um wieder runterzufallen. Stichwort Robert Habeck. Also den Fehler macht er nicht. Er lässt sich da nicht hochjubeln, nicht aus der Deckung locken. Der wird das eine oder andere vorbereiten und wer die Rede jetzt in Prag sich genau durchliest. Und das ist komischerweise in deutschen Medien total untergegangen. Im Ausland ist das wahrgenommen worden, weil es eine wichtige Rede war. Und ich glaube, da ist sehr vieles drin von dem, wofür ich auch plädieren würde. Was eben auch angesagt ist, was andere Experten auch fordern, dass wir eben da ein gemeinsames Verteidigungssystem im Luftbereich machen. Das heißt dann Future Combat Air System, er hat es nicht beim Namen genannt. Das wäre mit Frankreich, damit könnte man auch die nukleare Teilhabe auf zwei Beine stellen, nicht nur über die NATO, Amerika. Wir sind ja an der nuklearen Teilhabe jetzt wieder mit sehr viel Geld drinnen, indem wir die F-35 gekauft haben von Lockheed Martin. Das kostet sehr viel Geld, 35 Stück dieser modernsten Kampfflugzeuge. Also da zahlen wir jetzt den Amerikanern, dass sie uns im Notfall vielleicht verteidigen oder nicht. Aber gleichzeitig sollen wir jetzt auch auf eine deutsch-französische und vielleicht erweiterte Lösung in Europa setzen. Das kostet sehr viel Geld und darum wäre mir jetzt ein anderer Punkt auch wichtig. Bevor wir jetzt wieder anfangen, die Sozialhilfe mit den 100 Milliarden und Militär aufzurechnen, müssten wir vielleicht anders breiter denken. Wir haben ja schon angefangen mit gemeinsamen Schulden. Was machen wir bisher? Bisher macht jedes Land seine Schulden und wenn es schwierig wird, muss die Notenbank einspringen und Geld drucken und eben Papiere dieser Länder kaufen, die vorm Abschmieren sind. Ich meine jetzt Italien. Wir können dann keine Auflagen machen. Wofür ich wäre, was Scholz als Finanzminister schon mal den Hamiltonian Moment bezeichnet hat. Hamiltonian Moment, wenn ich das vielleicht ausführen darf, wer das nicht auf dem Schirm hat, Alexander Hamilton hat, als damals die jungen Kolonien von Großbritannien bedroht wurden,
die Schulden der Einzelstaaten vergemeinschaftet, damit man sich verteidigen kann. War ein Problem, weil damit viele bankrott gingen. Dann meinten die Investoren, wir können da den Einzelstaaten so viel Geld geben, weil dann Washington die raushauen würde, haben sie aber dann nicht gemacht. Dann gab es einen Bürgerkrieg, auch wegen dieser Verschuldung. Also dieser Hamilton im Moment kann es nicht sein, aber die USA sind später die Vereinigten Staaten geworden, indem sie eben immer von Washington Geld gegeben haben. Und das war nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Wirtschaftskrise auch. Wenn Washington den Einzelstaaten Geld gegeben hat, dann haben sie eben auch Auflagen mitgegeben, also Golden Strings. Und genauso könnte man es jetzt in Europa machen, wenn wir die 750 Milliarden nicht als Eintagsfliege sterben lassen an gemeinsamen Schulden. Wir haben ja da der Next Generation 750 Milliarden zum ersten Mal als gemeinsame Schulden aufgenommen, um den Kontinent zu ergrünen und zu digitalisieren. Jetzt ist eine Chance, Ukraine Schutzfonds oder irgendwie was toll klingt oder Deutschland bleibt warm Fonds oder Europa kuschelt oder irgendwie nennen, aber mir wäre jetzt wichtig, dass wir gemeinsame Schulden machen, dass wir den Euro als Weltleitwährung mit etablieren. Dass nicht nur der Dollar da ist, der Gedanke ist jetzt wichtig, den möchte ich bitte zu Ende führen, weil da schließt sich jetzt der Kreis. Wenn wir uns nämlich in der eigenen Währung verschulden können, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, ob wir die Schulden je zurückzahlen können. Schauen Sie nach Amerika, was die für Schulden haben, die werden die nie zurückzahlen können. Also, wenn wir den Euro als Weltleitwährung mit dem Dollar etablieren, dann hätten wir eben Möglichkeiten, uns ein eigenes Militär zu leisten, eigene IT-Infrastruktur, die souverän ist, und hätten dann auch eine Gegenwaffe, wenn der Dollar wieder, das ist mein Eingangsstatement, als Waffe missbraucht wird, dann haben wir einen Plan B und könnten sagen, ja, wir können auch über den Euro abrechnen. Gut, aber um das zu tun, bräuchte man erstmal eben diesen Konsens, dass man eine europäische Verteidigungspolitik braucht. Und ich meine, die Idee ist ja nicht neu, die ist ja auch über die Jahre immer wieder formuliert worden, hat aber keine Chance gehabt. Man hat sich innenpolitisch integriert, also es gab eine Integration in der Europäischen Union, aber nicht so sehr, also die Verteidigungspolitik hat eigentlich bisher nicht funktioniert. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie jetzt, wo die Lage so ist, wie sie ist, kann sie funktionieren, weil alle sehen, dass es jetzt sozusagen einfach notwendig ist, um sich in einer multipolaren Welt zu stärken, selbst zu stärken. An der Stelle würde ich gerne die Diskussion ins Publikum öffnen. Vielleicht haben Sie an Herrn Bramel gerade auch zu diesem Thema eine Frage. Bitte gerne. Ich weiß nicht, können wir das Mikrofon umhergeben? Vielleicht, dass Sie sich auch kurz vorstellen. Ich kenne Sie jetzt nicht alle, Sie kennen sich untereinander. Ah, da kommt das Mikrofon. Wunderbar. Arno Kastler, ich verfolge Ihre Diskussion sehr, sehr interessant, finde ich Sie, sehr aufschlussreich. Herr Bramel, ich teile Ihre Ansicht über Frankreich vollkommen, stimme da vollkommen mit Ihnen überein, aber ich möchte Sie fragen, was würde mit einem Frankreich werden unter Marine Le Pen? Zweitens, eine Integration der Forste Frapp in europäischen Rahmen würde mit Sicherheit Einstimmigkeit erfordern innerhalb der EU, und da haben wir schon das Kernproblem der EU, wir haben nämlich hier einen Konstruktionsfehler. Genau. Da haben Sie, das Erste ist ein Schwachpunkt, denn ich war nervös, ich habe ja das Buch jetzt nicht nur vor Putins Zugriff geschrieben, sondern auch vor der Wahl, und ich war erleichtert, dass wir nochmal eine Chance gekriegt haben. Umso bedauerlicher fand es, dass wir die ganze Zeit der ersten Amtszeit Macrons haben verstreichen lassen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut von der Messerschau. Und denken Sie, dass in den jetzigen 5 Jahren dann etwas passieren könnte? Also ja, ich meine, das könnte vielleicht meine Illusion sein, wenn wir die Chance nicht nutzen, dann fällt aber Europa auseinander. Ich glaube, wir haben uns noch nicht klar gemacht, dass die Alternative nicht ist, weiter so und durchwurschteln, sondern make or break. Entweder nutzen wir die Mehrfachkrisen, und Europa ist bisher immer nur durch Krisen vorangekommen. Und wir haben jetzt so viele dass das eigentlich da ganz gut aussieht auf der Front. Aber es könnten vielleicht, wenn man es positiv sieht, es könnten vielleicht zu viele sein und wir zerbrechen dran. Und dann können wir uns aussuchen, dann sind wir nicht nur Kollateralschaden dieser ganz großen Rivalität zwischen USA und China, wenn wir kein eigenständiger Pol werden, sondern können auch geteilt und beherrscht werden von den beiden Hauptmatadoren. Von Putin gar nicht zu sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich eine historische Chance, die müssen wir nutzen. Wenn wir die nicht nutzen, dann bleibt es nicht mehr so auf dem Kontinent, wie es war.
Und die zweite Frage? Ja, ich glaube nicht, dass wir da im Gleichschritt voranmarschieren werden. Ich würde erst mal sagen, Deutschland, Frankreich, Spanien ist mit dabei. Das macht es jetzt bei Future Combat Air System nicht einfacher, weil es gibt einen Producer in Frankreich, das so, die sind es gewohnt, klein und fein und alles selber bestimmen. Jetzt kommt Airbus, ein großer, und jetzt haben die ein bisschen Probleme damit, dass sie da übervorteilt werden könnten. Und wenn die Spanier auch noch mit dabei sind, die auch bei Airbus sind, ich glaube, so wie Scholz, wenn ich ihn da recht verstanden habe, anklingen hat lassen, dass wir eben andere mit reinbringen. Ich glaube, wir haben jetzt in Osteuropa dann Länder, die fühlen sich noch bedrohter als wir, und ich glaube, die könnten da schon auch mitmachen wollen. Die setzen immer noch auf die amerikanische Karte, aber vielleicht hilft dann auch Trump 2 Administration dazu, dass die dann auch verstehen, dass ihre bessere Hoffnung in Europa liegt. Es ist nicht ausgemacht. Es ist ein Schwachpunkt. Sie haben mich da nicht beim zweiten, weil ich denke, das wird mit ein paar wenigen vorangehen, die voranmarschieren, und die anderen werden irgendwann mitmachen können. Man muss das offen lassen, aber mir wäre wichtig Deutschland und Frankreich. Aber der Schwachpunkt meiner Argumentation ist und bleibt, was ist, wenn eine wie Le Pen wiederkommt. Und das ist auch eine Möglichkeit. Aber was nukleare Abschreckung angeht, und auch Le Pen hat sich geändert schon, die ist nicht mehr antieuropäisch und ist in manchen Bereichen, nur wenn wir jetzt ganz, ganz schlimm das annehmen, es ist nicht mehr so dramatisch, wie es früher mal gewesen wäre. Gut, aber sie wünscht sich ein Europa der Vaterländer, ja, welches jetzt nicht unbedingt eine Kooperation in Europa beinhaltet. Klar, und auch was Russland angeht, und die sind eben eng, es ist ein Schwachpunkt, es gibt keine Sicherheiten in diesem Leben, man muss nur Risiken abwägen, und mir scheint dieses Risiko geringer zu sein als das andere, dass Trump wiederkommt. Eine andere Frage noch. Mein Name ist Hart, Gerhard Hart, ich bin verheiratet, natürlich mit einer Frau. Jetzt meine Fragen. Herr Brammel, die Entscheidung Berlins gegen Russland und für die USA ist aus meiner Sicht eine atemberaubende Dummheit gewesen. Zweitens, Sie sind... Helfen Sie mir zu verstehen, bevor Sie zweitens gehen. Wie haben wir uns jetzt gegen Russland entschieden und für die USA? In welchem konkreten Fall überhaupt? Die Entscheidung in Berlin war für die USA und nicht und gegen Russland gefallen. So ganz offensichtlich. Ich erinnere meinen Sie das schon im Kalten Krieg? Hätte man da schon anders entscheiden müssen? Ich erinnere nur an die Vorstellung von unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz beim Biden. Wie er zurückkam, hat er zwei Punkte aus der Tasche geholt. Die Wünsche von Amerika, das waren natürlich... Verpflichtungen. Ich glaube, ich verstehe, wo Sie stehen. Die, die Bundeswehr hat er ausgestattet mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Mark, hat 100 Milliarden Euro, aber das Geld steht da nicht zur Verfügung, wird voll finanziert. Müssen wir natürlich auch zahlen. Und dann hat er als zweiter Punkt, hat er aus der Tasche den Zettel gezogen, hat er die Gasleitung 2, die hat er dann praktisch stillgelegt. Okay. Glauben Sie, das ist auf seinem Mist gewachsen? Ich nicht. Noch eine letzte Frage, Herr Brammel, Sie kennen ja Amerika. Bestimmte Kreise, entscheidende Kreise in Amerika, sind Deutschland und den Deutschen heute noch Feind. Gibt es auch, genauso wie es in Deutschland Deutsche gibt, die den Amerikanern Feind sind. Kann ja sein. So, allgemein abgesehen, es geht da, glaube ich, nicht um Gefühle, sondern da geht es auch um Interessen. Die Amerikaner hatten uns nicht nur lieb nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern haben ganz nüchtern gesehen, man braucht Deutschland als wichtige Macht in Europa, um die Sowjetunion einzudämmen. Und ich glaube, da sind wir auf unterschiedlichen Bereichen. Ich war froh, dass wir damals bei den Amerikanern waren und nicht bei den Sowjets. Fragen Sie die auf der anderen Seite waren. Ich glaube, die haben nicht ganz so gut gelebt. So, jetzt ist der eiserne Vorhang gefallen und da gab es Chancen. Und da hätte man vielleicht das eine oder andere besser machen können. Und da gibt es jetzt auch Amerikaner, die sagen, wenn wir jetzt mit der NATO-Erweiterung so weitermachen, dann werden die Russen irgendwann das machen, was wir auch gemacht hätten. Dann werden sie uns George Kennan, der Stratege der Eindämmung der Sowjetunion, hat davor gewarnt, wenn ihr da ein paar Umdrehungen zu viel macht, werden die Russen irgendwann aggressiv und werden zurückschlagen. Ukraine, Georgien,
war ein ganz heikler Punkt und wir haben damals, glaube ich, aus guten Gründen, und das habe ich auch im Buch expliziert, haben wir davon abgesehen, jetzt die Ukraine und Georgien auch noch mit in die NATO aufzunehmen. Da gibt es jetzt Amerikaner, die sagen, ja, weil ihr sie nicht aufgenommen habt, sind die überfallen worden. Man kann aber auch umgekehrt argumentieren, wenn ihr sie aufgenommen hättet, dann wären die früher überfallen worden. Also, und da geht es jetzt um ein klassisches Sicherheitsdilemma. Und aus meiner Sicht, oder? Es gibt auch die, die sagen, und das sind auch Deutsche, die sagen, nee, der Putin ist wie Adolf Hitler, das ist wie München 38 und wir müssen jetzt da Flugverbotszone und richtig rustikal reingehen. Solche Leute gibt es. Gibt auch ein paar Amerikaner, die es sagen. Andere, die sagen, nein, das ist ein klassisches Sicherheitsdilemma. Das eine, was der eine macht, aufrüstet, um seine Sicherheit zu gewährleisten, wird vom anderen als Aggression wahrgenommen. Und da kommst du einfach wieder nur raus mit Diplomatie. Und ich denke schon, dass die Lösung sein wird, dass wir dieses Sicherheitsdilemma jetzt übrigens nicht nur mit Russland managen und wieder auflösen, sondern auch mit China. Da haben wir ein ähnliches Sicherheitsdilemma. Und das sind aber, das hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern das ist eben knallharte Geopolitik. Und da muss ich vielleicht auch ein anderes Buch mal hervorheben, da Marshall, der wird auch in Deutsch übersetzt, Macht der Geografie. Wenn Sie geografische Gegebenheiten wissen, dann ist Ihnen klar, warum für Putin die Krim so wichtig ist, warum für die Russen so wichtig ist, dass das Schwarze Meer kein NATO mehr wird, warum die Ukraine aus geostrategischer Sicht für Russland absolut vitales Interesse ist. Und da kann man jetzt auch für die Zukunft was abschließen. Sie hören jetzt nur noch Frohbotschaften und die Ukrainer, es sei ihnen gegönnt, machen Geländegewinne und dieses und jenes. Aber ich glaube, die Grundsituation bleibt, dass Russland Eskalationsdominanz hat. Während, und da sehen Sie, dass ich wieder auf einer anderen Seite argumentiere wie Sie, während den Amerikanern die Ukraine nicht wirklich im vitalen Interesse ist, weil, wie gesagt, Asien wichtiger ist und innere Probleme sein könnten. Also die Amerikaner, das nur peripher interessiert. Man liefert Waffen, man will Russland schwächen. Putin sagt zynisch, ja, die kämpfen um den letzten Ukrainer. Aber sie engagieren sich. Aber eben nicht so, als ob es das ums Eingemachte geht, ums vitale Interesse. Aber für die Russen geht es ums Eingemachte. Wer die Geografie kennt, Für Russland ist das ein Cordon Sanitaire. Die haben eben auch die historische Erfahrung, dass nicht nur die Schweden, die Deutschen zweimal und Napoleon da mal durchmarschiert sind, genau in diesen Bereichen, wo es geografisch wichtig wird. Also da müssen wir uns lösen von eher so emotionalen Argumentationen. Geopolitik hilft, die ist aber bei uns in unseren Talkshows total ausgeblendet. Wenn du das erwähnst, dass jetzt das schon auch nicht unberechenbar war, dass das, was Putin macht, nicht total wirr ist, sondern dass das auch sowas ist, was die Amerikaner machen würden. Oder jetzt fragen wir mal umgekehrt. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Kuba-Krise. Da hat damals auch keiner gesagt, ja, Kuba hat doch ein Recht, seine Allianzen selber zu bestimmen. Oder, um es auf die heutige Zeit anzuwenden, wenn jetzt China ein Militärarrangement mit Mexiko einginge, dann glaube ich, würden unsere Gazetten auch nicht voll davon sein, dass Mexiko ein Selbstbestimmungsrecht hat und seine Allianzen selber bestimmen könnte. Dann werden die Amerikaner auch zusehen, dass sie eben da ihre Nachbarschaft bereinigen. Und dann wäre das Völkerrecht für die auch nicht mehr so wichtig. Und wer das nicht glaubt, soll die Amerikapolitik in Südamerika sich anschauen. Da haben auch nicht viele Länder wirklich Selbstbestimmtes machen können, was sie wollen. Also da dürfen wir bitte nicht mit zweierlei Maß messen. Ich entschuldige jetzt nicht, was Putin macht. Ich erkläre vielleicht ein bisschen, warum es zu dieser Eskalation gekommen ist und will dem auch widersprechen, dass das total irrational war. Man hat ja da in seriösen Zeitungen gelesen, der ist jetzt geisteskrank und dieses und jenes. Das mag nur für die geisteskrank erscheinen, die von Geopolitik überhaupt keine Ahnung haben. Also ich denke, wenn's man hat eher gelesen, dass gehofft wurde, dass es nicht passiert. Aber dass es ganz geisteskrank gewesen wäre, habe ich jetzt ja, nicht gelesen. Ja, das wurde diskutiert und ob er noch... Sie sagen, Putin hat Eskalationsdominanz. Ja. Und heute hat er sich ja auf dem aus dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan mit Xi, dem Präsidenten Chinas, getroffen. Und Putin hat gesagt, er sei ganz zuversichtlich, dass die russisch-chinesischen Beziehungen vertieft werden können. Jetzt ist das Mikro gerade ausgegangen.
Und er lobt die Haltung Chinas zum Krieg in der Ukraine als ausgewogen, denn wir wissen, China gibt Russland Rückendeckung und stellt die USA und die NATO als Hauptschuldige dar in diesem Krieg. So ein Treffen wie heute, wenn wir das lesen, bestärkt natürlich uns in dem, ja, in der Erkenntnis, dass Europa eine eigene Verteidigung braucht. Ich würde gern noch mal die Frage ins Publikum geben. Sind Sie denn der Meinung, dass das kommt? Ich muss doch intervenieren. Entschuldigung. Eigentlich habe ich, glaube ich, das Wort nach hinten verteilt. Das, Jens Holzmann, das deckt sich mit meiner Frage. Wenn wir von Europa Verteidigungspolitik sprechen, habe ich nicht verstanden, wir waren zu der Zeit in Frankreich, wieso Deutschland 35 Militärmaschinen in Amerika kauft und nicht das französische Modell. In Frankreich ein Riesenthema, eine Beleidigung und eine Untergrabung der europäischen Idee einer Verteidigungspolitik, wofür Macron meiner Ansicht nach mehr tut als Scholz, also um das voranzutreiben. Und in Deutschland in der Presse null. 0,0. Es wird nie darüber diskutiert, dass überhaupt eine Option wäre. Ich will das nicht militärisch bewerten, ja, ob das Ding 10% besser ist oder nicht. Aber es geht einfach darum, wenn ich in Euro was kaufen kann, eine Maschine eines Partnerlandes, verstehe ich das einfach als Laie nicht. Können Sie da irgendwie erklären? Sie meinen die F-35, den kauft genau, die gekauft wurde und ich weiß nicht, wie das französische Modell heißt. Das Allerwichtigste vielleicht zuerst, den gibt es noch nicht. Und vielleicht sind wir da in Berlin auch ein bisschen geschädigt. Wir haben auch 10 Jahre früher mit dem Flughafen gerechnet. Und im Militärbereich läuft es auch oft nicht so. Und ich kann mich daran erinnern, dass der Eurofighter ursprünglich auch mit Frankreichs Teilhabe gebaut werden hätte sollen. Und dann waren es ironischerweise die Briten, die dann mitgemacht haben und andere. Und die Franzosen sind raus, eben weil Dassault da Bauchschmerzen hat, da nicht mehr. Es ist ein Problem. Wir können beides machen. Ich denke, wir müssen beides machen, bis das Ganze läuft. Wir reden jetzt von 10, 15 Jahren, wenn wir den Weg. Ich bin aber dafür, dass wir den jetzt anfangen, damit wir einen Plan B haben, wenn irgendwas mit Amerika sein sollte. Vielleicht kriegen wir auch die Zeit nicht, wenn Trump früher kommt. Was wir jetzt haben, ist die nukleare Teilhabe. Und ich habe in dem Buch schon argumentiert, und die nukleare Teilhabe haben wir nur deswegen aufrechterhalten können, weil wir eben amerikanische Kampfjets gekauft haben. Tornado ist jetzt wirklich nicht mehr weiter fliegbar, geht noch, aber es kostet schon sehr viel. Also wäre jetzt dann der Eurofighter, nur der Eurofighter muss von den Amerikanern zertifiziert werden und die sagen natürlich, nö. Und wenn, dann musst du dann wirklich die Innereien darlegen und alle Geheimnisse darlegen, machen wir auch nicht. Das meine ich auch mit Geoökonomie. Also, wenn wir des Schutzes der Amerikaner weiterhin würdig sein wollen und nuklear teilhaben wollen, dann müssen wir irgendwas investieren. Ich hätte jetzt da in dem Buch vorgeschlagen, dass wir die F-18 kaufen. Das wäre eine kleinere Lösung, auch ein amerikanischer Hersteller, Boeing. Und dann hätte man es nicht so viele Jahre festgelegt und es wäre billiger gewesen. Ich glaube, die F-35 kostet 100 Milliarden Stück. Ein Stück und 35 haben wir davon gekauft. Aber da wir jetzt eh mehr Geld in die Hand nehmen und vielleicht über Europa dann uns auch in der eigenen Währung verschulden können und mehr Geld haben, dann würde ich sagen, brauchen wir keine Erbsen mehr zu zählen. Wir können beides machen. Wir können die nukleare Teilhabe mit den Amerikanern machen, also jetzt die taktischen Nuklearwaffen, die in Büchel stationiert sind, jetzt dann mit F-35 nehmen. Und es ist auch schon wichtig, dass du einen Kampfjet hast, der nicht abgefangen werden kann, dass die Abschreckung auch wirklich funktioniert. Wenn das jetzt nicht ganz so modern ist, dann könnten die gar nicht ihr Ziel erreichen. Was anderes ist, und das Argument habe ich eben auch angebracht und da habe ich amerikanische und auch französische Kollegen zitiert, die sagen, ja, Stand-off-Systeme sind viel effektiver. Also die amerikanischen Nuklearwaffen, die auch von U-Booten geschossen werden können, die französischen meine ich, die sind genauso glaubwürdig, wenn nicht sogar glaubwürdiger. Vor allem, wenn man Trump mitdenkt, der dann den Befehl über den Einsatz gibt oder nicht. Also, ich denke, wir können beides machen, aber das Hauptargument ist, das eine ist da und das andere könnte vielleicht passieren, auch wenn Sie Ihren Kollegen fragen, wenn die Franzosen
irgendwie dann doch wieder nicht mehr mitmachen. Und wir sind ja da schon ein bisschen geschädigt. Wir hatten ja damals schon, da glaube ich, haben Sie auch daraufhin angespielt, Bemühungen, als 1953 die Assemblée Nationale da das gemeinsame Militär dann beerdigt hat. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir das versuchen und auf unsere französischen Freunde ist vielleicht auch nicht immer Verlass. Also gut, aber in der letzten Zeit kamen schon ein paar Angebote, die eben hier nicht gehört wurden. Aber jetzt gerne Horst Dörrenbecher von der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Na gut, da ist ein bisschen Zeit darüber weggegangen. Man muss natürlich auch noch, Herr Dr. Bramel, sagen, dass die Briten eine Maschine ins Spiel bringen neben dem FC, Future Combat Aircraft System. Das ist noch ein weites, weites Ding. Ne? Und die Presse, die darüber nicht berichtet, sie hat wohl darüber berichtet. Lange, ausführliche Berichte, weil die Problematik eher der Patentrechte und der Eitelkeiten zwischen Frankreich und Deutschland. Deutschlandfunk übrigens eine ganz gute Sendung. Die habe ich rauf und runter zitiert, weil da auch viele zu Wort gekommen sind, die auch wichtig sind. Das ist auch auf französischer Seite, deutscher Seite. Das war für mich so eine Funkgrube, die Sendung. Da möchte ich jetzt auch mal. Ja, Booster, so gibt es Differenzen, klar. Und die Briten haben Tempest, die Maschine. Die ist wahrscheinlich früher fertig, als der FC AAS 2050 vielleicht funktioniert. Na gut, da ist die Abschreckung auch nicht mehr so wirksam, wie wir die Europäer wollen. Aber Ihr Buch, ich habe es ja richtig studiert, Die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können, da sind Sie eigentlich, ich sage mal, es ist eine Contradictio in adjecto, ein Widerspruch in sich, wenn ich so das sagen darf. Sie schreiben die transatlantische Illusion, aber in Ihrem Buch plädieren Sie an allen Stellen, auch wenn es um die europäische militärische Leistungsfähigkeit geht, immer für den europäischen Pfeiler der NATO. Ich habe keine Stelle gefunden, wo Sie sagen, wir müssen aus der NATO raus, wir Europäer, sondern Sie sagen deutlich, wenn wir also einen europäischen Kompass jetzt gerade formulieren, eine Strategie formulieren, die Deutschen formulieren eine Strategie, die NATO hat eine Strategie formuliert, 2030 etc., immer innerhalb der NATO. Ist das okay? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja klar, das ist ja das gleiche Argument weitergeführt. Solange wir nichts Besseres haben, wäre das sicherheitspolitisches Harakiri. Und das habe ich geschrieben, bevor Putin gegriffen hat. Das wäre vorhin schon, weil ich eben mich in einer anderen Welt sehe, vielleicht auch ein bisschen pessimistischer bin, dass ich sehe größere Gefahren. Also wir sind, das ist eine Drachentruppe gewesen. Wenn der Chef vom Bundeswehrverband sagt, entweder rüsten wir unsere Bundeswehr auf, oder wir lösen sie auf und machen es wie Costa Rica, dann hat das was zu sagen. Ich meine, die sagen das nicht nur so. Wir können beides machen, aber wir müssen eben auch mit der Möglichkeit rechnen, dass Amerika Wichtigeres in Asien zu tun hat und uns dann auch nötigt, da für unsere Sicherheit selber zu sorgen. Das wird auch ein Biden machen, da muss kein Trump kommen. Und wenn Trump wieder kommt, dann wird es halt noch heftiger und geht vielleicht noch schneller. Das andere. Sie haben vorhin gesagt, wenn Trump eher kommt, was meinen Sie, wenn er eher kommt? Wenn Biden eher abtritt? Nee, nicht, habe ich eher gesagt? Vorhin. E kommt. Ja. Ah, okay, dann habe ich das missverstanden. Okay. Ja, so dramatisch wird es nicht. Nee, hoffe ich doch auch. Oder es gibt auch das Szenario, dass Trump wiederkommt, ist nicht das Schlimmste. Ich habe im Schlusskapitel, gehe ich rein mit Barbara F. Walters, die einen Bürgerkrieg für möglich hält. Was soll ich machen? Mehr lächeln oder? Mund. Ja, das stimmt. Sie sagen, der Bürgerkrieg wird möglich, so endet das Buch. Das ist ein ehrlich gesagt ziemlich, pessimistischer Schluss. Realistischer Schluss. Wenn die Mehrzahl der Amerikanerinnen und Amerikaner befürchtet, dass ihre Demokratie bald nicht mehr bestehen würde. Ist das so abwegig, wenn ich da mir auch ein paar Gedanken mache? Nein, das ist überhaupt nicht abwegig. Ja. Gedanken machen sollte ist, man ist sich. Nicht, nee, ich meine, die Amerikaner haben ein ganz gutes Gespür. Passiert. Und die Barbara F. Walter, die ich da zitiert habe, und ich hätte da mehr noch zitieren können, hätte man selber was machen müssen. Dann hätte man sich so eine Rumpftruppe nicht leisten können, was wir Militär nennen. Da ist schon länger was. Trump ist für mich nur Indiz sehr viel tiefer liegender Probleme. Das Buch, was ich vorher geschrieben habe, Symptom tiefer liegender Probleme. Der ist nicht vom Himmel gefallen. Das war eine logische Konsequenz dieser demokratischen Erosion. Die ist schon sehr viel länger da. Und ich habe das Buch da, Trumps Amerika auf der Kosten der Freiheit, vor Trumps Wahl geschrieben. Und das gibt mir jetzt das Argument, das wird auch nicht bereinigt sein, wenn er weg ist. Und so ist es auch.
Die haben Riesenprobleme, wenn sie wissen, dass 2/3 der Abgeordneten und Senatoren der Republikaner den amtierenden Präsidenten nicht als legitim gewählt anerkennen. Dann haben sie ein großes Problem. Wenn sie wissen, dass die Mehrzahl der Amerikanerinnen und Amerikaner, jetzt der Republikaner, glaubt, dass die Demokratie verschwinden könnte, und vor allem, wenn sie jetzt auf die Republikaner reinleuchten und sehen, dass da die große Mehrzahl Trump Biden nicht anerkennt, ja, und davon ein Drittel sogar Waffen einsetzen will, um das, was sie verteidigen wollen, zu verteidigen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn sowas wie der 6. Januar, also der Aufstand Kapitol, der vom der Sturm Präsidenten, aufs Kapitol im Januar 21. noch Präsidenten da vom Zaun gebrochen wurde, nochmal passiert. Gut, wir sehen eine Polarisierung der Gesellschaft, aber darauf ist ja schon hingewiesen worden mit Marine Le Pen in Frankreich, auch in Europa erleben wir eine Polarisierung der Gesellschaft und ja jetzt gerade auch in Italien. Also es ist ja jetzt so, dass in Italien eine rechtsgerichtete Kandidatin, helfen Sie mir gerade, wie sie heißt, Giorgia Meloni, bitte, ja? Genau. Große Chancen hat zu gewinnen und sich auch gegen eine stärkere europäische Kooperation wendet in Italien, wo wir wissen, Italien ein Land, was auch kämpft, gerade auch finanziell kämpft. Ja, und insofern erleben wir sozusagen diese Polarisierung auch in Europa. Wir erleben erodierende Strukturen so und ist es nicht auch dann wichtig, jetzt nicht nur aufs Militär zu gucken, sondern tatsächlich auch auf die Werte? Wenn Sie sagen, im Koalitionsvertrag steht hauptsächlich was von Werten und wenig von Interessen, ist es nicht wichtig, die Werte auch hochzuhalten? Ja, das haben wir ja gerade mit dem Thema vorhin gemacht. Wenn Demokratie hat schon was mit Werten zu tun. Ja. Wenn ich gewählt habe und dass ich anerkenne, dass der andere gewonnen hat. Mhm. Das ist ja genau mein Problem. Gut, aber wir können ja in Amerika und wenig tun. Mein Problem ist jetzt, dass Biden hergeht und sagt, ich führe jetzt die Demokratien an gegen die Autokratien und die zwei dann auch noch zusammentreibt. Eigentlich müsste er um Werte, um jetzt in unserem Sinn, die für uns wichtiger sind. Ich meine, Italien hat Probleme, aber wir sind von Italien nicht militärisch abhängig. Das ist der feine Unterschied. Nein, aber klar. Die Werte, die mich jetzt mehr interessieren, sind die in Amerika vom Großteil der Bevölkerung und jetzt auch von einem Großteil der Republikanischen Partei mit Füßen getreten werden, im wahrsten Wortsinn. Ich meine, wenn da Blut fließt beim Machtübergang, dann ist bei mir Alarm angesagt. Und ich habe davor gewarnt und wurde da auch als Alarmist immer verunglimpft. Ich habe es dann gesehen, wie es dann wirklich war, und ich konnte dann eben nicht im Fernsehen das kommentieren, weil ich da nicht mehr ohne Zorn und Eifer gewesen wäre. Mhm. Diese Werte, da geht es ja ums Eingemachte, da geht es ja um das demokratische Fundament. Diese Werte sind mir jetzt wichtiger als, was man sonst jetzt noch unter der Werte- und Identitätsdebatte dann auch noch mit Werten zusammenfassen kann. Also da beobachten Sie Amerika, aber wir sind ja in Europa und wenn wir hat das vielleicht tun auch deswegen, können wir es ja nur in Europa tun. Ja gut, aber es gibt wichtigere Sachen und für mich ist Amerika nach wie vor, vielleicht ist es auch eine Deformation professionell, dass ich halt, dass mir Amerika das am Herzen liegt oder so, aber es hat auch pragmatische Gründe, wie gesagt, wir sind von Amerika abhängig, wie wir nicht abhängiger sein könnten und umgekehrt sind die Italiener, glaube ich, jetzt dann doch irgendwann kooperationsbereit. Sie werden es am Beispiel der Briten sehen, wohin das führt, wenn man sich aus einem starken Verbund raussetzt. Und ich finde es jetzt auch gut, dass eine Freundin jetzt von dem, der das mit verursacht hat, jetzt das auch ausbaden muss, dass das kein anderer ist. Ich glaube, Machiavelli sagt, einer reicht, um die anderen zu schützen. Die Briten werden wirklich rausfinden, was sie sich da angetan haben. Sie sehen jetzt auch, dass die Special Relationship mit Amerika nicht funktioniert, dass die denen nichts schenken. Und auch die Italiener, ich glaube, darum geht es ja jetzt in Europa, was wir jetzt alles machen, ist eigentlich nur, um Italien vom Abschmieren zu bewahren. Mhm, wichtig. Ja, und ich glaube, da sitzen wir am längeren Hebel und da können wir, und hoffentlich haben wir dann auch die Möglichkeiten, um den Italienern besser, was Werte angeht, zu helfen als anderen. Es ist auch eine Machtfrage und ich glaube, wir müssen uns auch mal klar werden, wenn man Interessen hat, dann muss man auch mal Macht einsetzen. Wenn ihr Geld wollt, wenn ihr wollt, dass wir
den Rettungsschirm machen, wenn wir gemeinsame Schulden machen, dann gibt es auch bestimmte Bedingungen. Das ist wieder die Konditionalität. Das sind dann die Golden Strings. Die? Golden Strings, so wie die Amerikaner eben auch die Vereinigten Staaten wurden. Heißt aber jetzt nicht, dass das ewig zusammenbleiben muss. Wie gesagt, Bürgerkrieg heißt ja, dass da ein paar Staaten das gut, machen wir haben und die ihn ja anderen noch nicht. Das also wollen wir den jetzt nicht weiter annehmen. Warten also für mal. Die Ewigkeit wird da nichts sein. Aber es sind Machtfragen, es geht um Interessen und ich glaube, wir haben dieses Denken immer tabuisiert, aber darum geht es in der Politik, um Macht. Bitte. Mein Name ist Lars Kattner. Ich finde dieses Gegenübersetzen von Interessen und Werten immer ein bisschen problematisch. Also in der Politik und insbesondere in der Geopolitik sollte es doch um Interessen gehen. Und da ist es, kommt immer für mich in der Debatte immer viel zu kurz, dass es ja, dass die Interessen, unsere Interessen, besonders Deutschlands Interessen, aber Europas Interessen, gar nicht deckungsgleich sind mit den Interessen der USA. Also die USA haben ja ganz andere Interessen in dem eurasischen Raum, da geht es um Vormachtstellung in erster Linie. Und wir Deutsche, wir haben ganz andere Interessen. Wir haben Interesse an Energielieferungen zum Beispiel. Wir sehen ja jetzt, wie unsere komplette Wirtschaft gefährdet ist, wenn wir uns da abschneiden von dem größten Rohstofflager der Welt. Und das kommt überhaupt nicht vor in der öffentlichen Diskussion. Und das müsste doch mal herausgearbeitet werden, was sind unsere Interessen im eurasischen Raum und was sind die Interessen der USA. Und da irgendwie mal sich zu emanzipieren und nicht sich den USA an den Hals zu schmeißen und zu sagen, hier, wir vertreten die gleichen Werte. Sie sind der ideale Leser. Genau deswegen habe ich das Buch geschrieben, um diese Debatte da anzustreiten. Ich hätte jetzt auch nochmal einen Werte-Ding draufhauen können, aber das ist schon von der Außenministerin abgedeckt. Die macht es so gut, ich glaube, da kann keiner mehr mithalten und wir sind nur Werte, Werte. Aber genau, dass wir eben auch mal die Interessen und auch dahinter schauen, wenn das mit Werten zugekleistert wird, mit dieser Wertegemeinschaft. Da muss man dann auch mal hinschauen, wann werden denn Werte immer missbraucht, um unterschiedliche Interessen zu kaschieren, wenn Demokratie gefördert wird. Wir haben den Irakkrieg, nicht wir, sondern die Amerikaner vom Zaun gebrochen, mit dem Wertemantra, um da Demokratie zu fördern. Und da könnte ich jetzt noch sehr viel mehr Beispiele nennen. Also was ich in dem Buch mache, ist einfach diesen Wertediskurs dekonstruieren, also aufzeigen, dass das auch Doppelmoral ist und oft nur Mittel zum geostrategischen, zum Interessenszweck und dann eben auch die unterschiedlichen Interessen darlege, aber auch die gemeinsamen. Ich bin Transatlantiker, aber gleichzeitig haben wir eben auch unterschiedliche Interessen und wir müssen jetzt diese unterschiedlichen Interessen managen. Und das können wir jetzt nicht mit Sonntagsreden und Werten und mein Werte kannst du auch drüber reden, wenn du vom Detail und von allem überhaupt keine Ahnung hast. Das passt ja, aber immer. Aber manchmal hängt das ja auch zusammen. Also ein Wert ist zum Beispiel eine demokratische Struktur und das liegt in den gemeinsamen Interessen derer. Ja, die und deswegen ist es mir jetzt wichtig, dass wir da genau hinschauen, ob die amerikanische Demokratie noch eine Demokratie bleibt und wenn wir die Mehrzahl der Amerikanerinnen und Amerikaner sagt, sie haben Sorgen, dass das bald nicht mehr so sein wird, dann machen wir das genauso weil damit unsere Interessen betroffen sind aufgrund dieser Werte. Und diese Unterscheidung zwischen Werten und Interessen, das ist typisch deutsch. Ich habe in einem Eingangszitat Hans W. Maul, der die Zivilmacht Deutschlands, der jetzt nicht im Verruf steht, jetzt da 19. Jahrhundert zu propagieren, zitiert, der eben darlegt, dass da logisch überhaupt kein Widerspruch ist. Für mich sind Werte und Interessen, das sind für mich Teile, die reingehen in einen Diskurs, um den gestritten wird. Wenn jetzt jemand da moralische Interessen hat, dann ist das genauso legitim, wie wenn ein anderer da Wirtschafts- oder diese Interessen hat. Nur du musst halt dann einen Rahmen haben, in dem du das politisch aushandelst. Naja, und es geht doch noch auch zum Beispiel um ein paar Menschenrechte. Auch? Also es kann ja nicht sein, dass jetzt die Wirtschaft alleinige strukturierende Macht ist. Ja. Und deswegen reiben wir uns ja auch an einem Staat wie China, weil er eben die Menschenrechte nicht achtet. Also insofern würde ich sagen, aber hier, um ein gutes Beispiel wieder zu geben, ich hab da für die Ebert-Stiftung, ist schon jetzt ein Jahr her, wir hatten ja gerade den 21. Jahrestag von 9/11 zum 20. Jahrestag untersucht in den G20-Staaten, was da gemacht wurde, Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte, da geht es ja auch um Werte, oder? Ich glaube, da sind wir d'accord. Ja. Geht es massiv um das.
Und interessanterweise, und das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, was die Chinesen damals gemacht haben gegen die Uiguren, Terroristen, war von Amerika damals gut geheißen, sogar inspiriert. Also die, als Amerika noch gefoltert hat in der Zeit und eben da die Werte auf dem Altar der Sicherheit missbraucht hat, haben eben auch andere im Freibrief gehabt, Ähnliches zu tun. Und damals war es für die Amerikaner kein Problem, dass die Chinesen gegen ihre Terroristen, die Uiguren, vorgehen. Nur weil es jetzt geopolitisch opportun ist, werden diese Werte wieder in die Debatten reingebracht und da ist Verlass drauf, da springen dann die Medien an und da muss man auch immer aufpassen, ob man da nicht auch instrumentalisiert wird. Ich werde Ihnen sagen, wenn jetzt demnächst dann irgendwas gegen den Iran vorgenommen wird, dann wird es sicher nicht... Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Haben Sie. Dann wird es sicher nicht jetzt wegen der Werte sein, aber die werden wieder nach vorne geschoben. Ich kenne jetzt da Menschen, die direkt betroffen sind, die sich für Menschenrechte einsetzen, zum Beispiel meine Frau, und die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht instrumentalisiert werden für einen möglichen Präventivkrieg, der aus anderen Gründen geführt wird. Dann werden nämlich wieder Werte und Demokratie und Tralala und sonst was hochgehängt, um einen Angriffskrieg aus anderen Gründen zu machen. Ich verstehe jetzt nicht ganz Ihren Punkt. Wollen Sie Werte sagen, werden missbraucht okay, für Werte Geopolitik. Werden missbraucht, trotzdem sind sie doch essentiell. Klar, und klar. Ich meine nur, dass die Amerikaner auch Werte manchmal missachten, macht es ja nicht besser. Nee, aber Sie haben das Buch gelesen, ich fange ja an mit dem Grundgesetz, auf den Werten berufen wir uns ja. Da machen wir ja, deswegen bin ich auch dafür, dass man eine regelbasierte Ordnung aufrechterhalten. Nur, wir dürfen nicht den Denkfehler machen, dass die anderen auch so fein und rein sind wie wir. Und dass das Recht der Gänse auch für wildere Tiere gilt. Das wäre ein Denkfehler. Das ist ein schönes, fast schon Schlusswort. Noch nicht? Es sind noch zwei Fragen, dann wollen wir die noch zulassen. Ja, ich bin schon immer nervöser geworden. Klaus Seis ist mein Name. Ich bin Sektionsleiter der Gesellschaft für Sicherheitspolitik im Saarland, befasse mich also auch mit der Thematik. Und bin eigentlich mit einer anderen Erwartung hierher gekommen. Wenn ich das Thema lese, die neue Weltordnung, ich habe davon noch nichts gehört heute Abend. Stattdessen verlieren wir uns im Klein-Klein, ob die Beschaffung dieses Flugzeugtyps oder dieses Stalins oder jener Panzerkette richtig ist und worauf Rücksicht genommen werden kann. Mir fehlt die Generallinie. Was bestimmt die neue Weltordnung? Wer sind die Player mit welchen Interessen? Und wie kann sich Europa darin behaupten? Okay. Ja, das steht doch zur Debatte und nicht, ob die Beschaffung dieses Flugzeugs oder jenes Flugzeugs. Naja, das war dann ein weiterführender Gedanke. Ich würde sagen, wir haben schon gesagt, wir leben in einer multipolaren Weltordnung, in der sich verschiedene ergeben. Nee, noch interessant, aber vielleicht waren Sie auch noch nicht da vorhin. Ja. War das die Frage? Es klang mal vorhin an. Ich dachte, jetzt kommen wir mal zu einem vertiefend da noch hin, Herr Brammel. Ich habe es angeteasert, ich habe davon gesprochen, dass wir in einer Geoökonomie leben. Vielleicht waren Sie vorhin noch nicht da. Um den Konstruktionsfehler, den Webfehler bei der Europäischen Union. Das klang mal vorhin an. Aber ja, aber jetzt sind Sie im kleinen Teil, Sie wollten ja auch was vom großen Ganzen, von der Weltordnung. Lassen Sie mir den Gedanken nochmal wiederholen, weil ich glaube, da war ich vorhin zu schnell. Darf ich das? Es geht ja um eine neue strategische Ausrichtung Europas. Richtig. In dem Konzert der Großen. Und da fehlt mir zu wenig etwas an Informationen und an Details. Wie soll Europa sich dort einbinden? Wie kann es sich einbinden, wenn ich daran denke, dass zum Beispiel ein Konstruktionsfehler der Europäischen Union in meinen Augen darin besteht, dass jeder einzelne Staat quasi ein Vetorecht hat für bestimmte Entscheidungen. Geht es Ihnen jetzt um die Weltordnung oder ums Klein-Klein? Es geht. Europa ist nicht Klein-Klein. Ich entwerfe jetzt ja keine neue Weltordnung. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ich weiß nicht, ob einer. Ja, aber Sie haben vorhin kritisiert, dass das nicht da war. Und da möchte ich Sie gerne nochmal, weil das war mir wichtig. Da habe ich ja eine halbe Stunde drüber geredet. Nein, der zweite Teil. Wie können wir uns darin behaupten? Ja, da fehlt mir
mit mehr militärischer Stärke. Okay, das ist nicht allein militärische Stärke. Das war aber eine der Thesen von Herrn Bramel. Das ist aber viel zu kurz gegriffen. Gut, aber darüber haben wir diskutiert. Darf ich vielleicht bitte selber? Gerne. Ja, okay. Natürlich, dürfen Sie. So. Bitte. Haben Sie die Fragen gestellt? Dann nicht, dass Sie noch nervöser werden. Ja, nein, ich wollte nur noch mal, will ich Sie direkt formulieren. Sehen Sie die Chance, ist es notwendig, diesen in meinen Augen Webfehler der Europäischen Union, nämlich Einstimmigkeit der Beschlüsse, aufzuweichen, sodass also wirklich aktive Politik entwickelt und dann auch in die Praxis umgesetzt werden kann. Okay, jetzt nochmal ganz schnell die Zusammenfassung von dem, was ich vielleicht dann zu lange mitgemacht habe mit Weltordnung. Wir leben in einer Zeit der Geoökonomie, also Wirtschaft wird als Waffe eingesetzt für geostrategische Zwecke. Das machen die Chinesen, das machen die Amerikaner und die Europäer werden zerrieben, wenn sie kein eigener Pol werden. Und können wir jetzt noch weiter ausführen. Also das ist wirklich eine neue Logik und da geht es ohne Militär nicht, weil ohne Militär bist du erpressbar. Ich glaube, das habe ich alles ausgeführt. Das ist jetzt der Bereich, von der Flughöhe sind wir reingekommen und jetzt bin ich Ihnen noch ein paar Empfehlungen schuldig. Und wenn jetzt alles nicht zur Sprache kommt, da ist ein ganzes Kapitel, wo ich genau diese spezifischen Empfehlungen gemacht habe. Das eine ist Mehrheitsprinzip weg. Konstruktionsfehler war, dass man eben eine Wirtschaftsunion gemacht hat ohne politische Union, ohne Finalität. Das hat Merkel mal dem Kohl auch noch gesagt, da war er gar nicht entzückt, dass er nicht alles richtig gemacht hat. Also das war ein Problem und deswegen brauchen wir jetzt eine politische Union, aber das geht nicht mit allen auf einmal. Da würde ich jetzt mit ein paar Willigen vorangehen im Militärbereich, weil jetzt auch die Chance da ist, jetzt ist auch die Ergriffenheit und die Besonnenheit, was die Fragen angeht, und vieles mehr. Was mir wichtig war, ist eben beides zusammenzudenken. Nicht nur, weil die Realität Geoökonomie das erfordert, Wirtschaft und Militär zusammenzudenken, sondern auch, indem wir den Euro als Weltleitwährung, und das ist die allerwichtigste Machtfrage. Wenn Sie die Amerikaner fragen, was das Wichtigste ist, der amerikanische Macht, dann ist der Dollar als Leitwährung. Wenn du den Dollar als Leitwährung hast, kannst du dich in deiner eigenen Währung verschulden, brauchst nie wieder was zurückzahlen, hast du Riesenvorteile, kannst dir Militär leisten, dann zahlt dir der Rest der Welt Geld dafür, dass du die über deine Verhältnisse wirtschaften, leben und rüsten kannst. Und ich habe versucht, Ihnen darzulegen, wie wir als Europäer da auch hinkommen, indem wir eben uns gemeinsam verschulden, Tiefe anbieten, wird es in der Fachsprache heißen, dass wir eben hier mehr Möglichkeiten haben, finanzielle, um uns ein eigenes Militär zu leisten, eigene IT-Infrastruktur, haben wir überhaupt noch nicht geredet, wäre mir auch noch wichtig. Wir können uns jetzt gerade aussuchen, ob wir von China ausspioniert werden wollen, wenn wir Huawei nehmen, oder von den 16 Geheimdiensten der USA. Solange wir nicht eigene IT-Infrastruktur haben, in Europa selber oder in unserer Nachbarschaft, bleibt das Wort digitale Souveränität oder Souveränität nur eine Worthülse. Wenn Sie bedenken, dass 98% aller Transaktionen über Unterseewasserkabel abgewickelt werden, sei es jetzt Kommunikation oder Finanzkommunikation, das heißt, dann kann man ausspioniert werden, angezapft werden. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur Geoökonomie. Das ist wirklich wichtig. Das ist die neue Weltordnung. Und das ist neu, das haben Sie noch nicht so oft gehört. Da geht es jetzt nicht mehr um die Kontrolle von, das ist jetzt vielleicht noch das alte geopolitische Denken von Räumen, so wie Putin auch noch denkt. Und da habe ich auch angefangen damit, dass eben da ein Cordon Sanitär ist und Schutzzone. Das ist noch altes Denken, was schwache Staaten wie Russland machen. Starke Staaten kümmern sich nicht um die Kontrolle von Räumen, sondern um die Kontrolle von Strömen. Die Räume dazwischen, wenn Sie so wollen. Also Kontrolle von Finanzströmen, Handelsströmen, Datenströmen, Datenströmen, Datenströmen. Und ich habe auch ausgeführt, dass da jetzt, was Big Data angeht, was künstliche Intelligenz und das angeht, da ist jetzt die ganz große Auseinandersetzung zwischen den USA und China und dass deswegen auch die regelbasierte Ordnung zerfällt. Und das ist ein Problem für uns, die wir von dieser regelbasierten Ordnung leben. Wir haben einen Anfang gemacht heute, das könnten wir noch lange fortführen. Wir könnten mehrere Abende über dieses Thema diskutieren. Ich denke mir, eine gute Idee ist, Herrn Bramels Buch zu lesen, zu kaufen. Und ich übergebe das Wort jetzt an Bruno von Lutz, der uns verabschiedet, beziehungsweise einlädt zum Get-Together. Ja, ich mache den
den Abspann. Mir wurde gerade bedeutet, der Stream wird zu lang. Ja, also es ist vom Datenfluss her, wird es schwierig. Kontrolle von Strömen. Ja, genau. Räume hier zählen nicht mehr. Ja. Im Namen des Deutsch-Amerikanischen Instituts bedanke ich mich bei Frau Schäfer sehr herzlich für die präzise Führung und auch die präzisen Fragen. Danke. Und bei Herrn... Ja. Danke schön. Bei Herrn Bramel bedanke ich mich für die fulminante Diskussion aller möglichen Probleme. Ich fühle mich hier außerstande, die Diskussion zusammenzufassen. Ich glaube, das wird heute Abend nicht mehr gelingen. Ich nehme mit nach Hause, die Situation ist schwierig. Ja? Komplex, klingt auch. Komplex, genau. Das kann ich so gerne akzeptieren. Und ich glaube, eine Studie des Buches wird da bestimmt helfen. Dann haben Sie noch mehr Fragen. Da haben wir noch mehr Fragen, na gut. Aber vielleicht kann man das ja irgendwann noch mal fortführen. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für Ihr Kommen, bedanke mich auch für die Fragen, die teilweise durchaus konträr waren. Und dann sehe ich da draußen schon einige gefüllte Weingläser stehen. Ich möchte Sie davon nicht länger fernhalten. Schönen Abend noch. Danke. Thank you.